Hallo? Höre ich da irgend so ein Wimmern und Stöhnen? Ronny, bist du das? Was denn? Was ist denn los? Was ist denn los, Ronny? Was hast du getan? Ist los. Oh, komm nicht, ist los. Ich hab so ein komisches... ich hab von dem Chili probiert. Oh nee, Ronny, du hast es doch nicht probiert. Ja doch, da waren die drei dicken größten Sonderbohnen waren da drin. Was für Sonderbohnen? Hör doch auf, Ronny. Ich hab dir gesagt, du sollst die Sachen vom Kreis nicht nehmen. Wenn du es im Abo bestellst, kriegst du drei super Sonderploppy-Bohnen dazu. Und die hab ich probiert. Und ja, jetzt... Ich war vorhin mein Stuhlgang, der hatte so eine merkwürdige... Ja, jetzt brennt's halt in den Augen und ein Stück meiner Netzhaut hat sich, glaube ich, abgelöst. Aber schon wieder deine Augen, deine Milchaugen, Ronny? Naja gut, die waren ja vorher schon eigentlich super, aber jetzt, also Kreis hat gesagt, ich bin da in so einer Versicherung, in so einem Programm und danach soll es besser werden. Du weißt, dass Kreis nicht versichert ist, ne? Ja doch, ich zahle ja jeden Monat für die Versicherung. Der ist nicht versichert, Ronny. Ja, wie, du zahlst für die, du hast doch gar kein Geld. Ja doch, natürlich, ich verdiene doch mein Geld. Und wie verdienst du dein Geld? Ja und wie? Ja, da darf ich in der Öffentlichkeit aus vertragsrechtlichen Gründen nicht drüber sprechen. Ronny, lass die Finger davon. Du und Kreis, ne? Ihr macht. Du, Kreis macht dich kaputt, merkst du es denn nicht? Ja, das war aber so ein mild herber Geschmack und dem konnte ich nicht widerstehen, ne? Da war damals. Der schmeckt doch gar nicht. Wie die Dämme von der Größe. Moment, hast du das Zeug dir hinten reingeschoben oder vorne reingeschoben? Naja, irgendwann war es so lecker, da habe ich es beidseitig probiert, ne? Ronny, du hast dich vergiftet. Nee, ich weiß schon, dass das einfach nur Industriemüll ist, mit Geschmacken. Also Kreis hat gesagt, ich kann an seinem kryogenischen Programm teilnehmen, da werde ich dann eingefroren, falls was passiert und dann später, wenn die Technologie weiterentwickelt ist, werde ich wieder aufgetaut und dann weitermachen. Du weißt, erstens, ja, dass es kein Kryo-Programm bei Kreis gibt und zweitens könnte es ja noch um 100 Jahre sich handeln. Ja gut, aber wenn du eingefroren bist, merkst du es doch eh nicht. Also willst du jetzt erstmal eingefroren sein und was ist, wenn es schief geht? Nee, da kann nichts schief gehen. Ja, warum vertraust du dem? Alter, du verlierst alles, ja? Du gehst vor die Hunde. Zuschauer machen sich Sorgen um dich, Ronny, und sagen, hey, bitte hör auf, Kreis seinen Dreck zu konsumieren. Was ist denn hier los? Was Kreis, hier also wirklich, hör doch mal auf damit jetzt. Du bringst den Mann um. Wie, was? Warum, du vergiftest denn? Ronny. Ronny geht's super. Nein, geht's nicht. Na klar. Nein. Der hat gestern den ganzen Abend noch Butter gestampft. Weil er aber nicht weil er musste. Ja, Sklavenbutter. Weil er voller Freude war. Er hat Sklavenbutter stampfen dürfen, ich verstehe. Ronny war voller Freude und hat gesagt, hey, ich stampf heute Butter voll lauter Spaß. Mhm. Spaßbutter. Mhm. Spaßbutter. Na klar, du machst den Mann krank und tot. Ich habe noch keine Waffe, Kreis. Warum nicht? Weil ich kein Geld habe, weil ich die Türen aufkaufe. Ja, warum machst du denn das? Oh, oh, oh. Ja, weil es eben so ist, ich bin eben sozial. Vorsicht, die sind voll aggressiv hier. Ich brauche 1-3 für die Waffe hier drüben. Alter, die Frau war ja nicht niederzukriegen hier. Ja, oder, ja. Da liegt ein Schildteil. Ich habe ein Schildteil gefunden. Sehr gut. Also die Leute sind besorgt. Und Team Ronny wächst, ne? Also viele sind mittlerweile gegen dich, Kreis. Ja, weil du da, halt... haben wir schon Spendenkontos eingerichtet. Ja, oder? Ja. Und die unterschlägst du, diese Spenden. Die landen nicht bei Ronny. Ronny kriegt die Versorgung. Der braucht. Weißt du, wie teuer das ist, jemanden kryogenisch einzufrieren? In dein Gefrierfach einzusperren? In deinen komischen alten Kühler von 1962? Nee, kryogenisch. Da werden erstmal die Säfte richtig entfernt. Also du bringst jemanden um, du gibst gerade hier einen Mord zu, ja? Also, nein. Leute, ihr habt's gehört. Kryogenisch einfrieren, das machen die Russen schon seit Jahrzehnten erfolgreich. Mhm. Ja, natürlich. Wahrscheinlich hast du irgendwie so eine alte Russentechnologie übernommen. Die reichsten Menschen der Welt, die kommen da in die Kammer. Also Steve Jobs ist kryogenisch eingefroren, der ist gar nicht tot. Noch nicht. Ja. Du musst ihn erstmal Luft trocknen, über Monate hinweg. Wenn du jemanden trocknest, Luft trocknen, ja? Ist der tot, verstehst du? Aber nicht laut kryogenischem Kryogesetz. Das hast du erfunden. Deine Kryo-Bibel hast du geschrieben. Die Kryo-Bibel. Oh, 1250, das kann ich mir nicht leisten. Dann gehe ich an eine Truhe. Alter, was? Komm direkt hier, dicke Waffe. Oh, nee, ja, jetzt gehe ich aber auch an eine Truhe. So, mach ich jetzt auf. Wenn der tun darf, dann ja ich wohl auch. Ja, das ist erlaubt. Geil, ich habe einen Typ 5. Ja, besser als eine Tussi 3. Typ 4, oder was? Tussi 3, Typ 5. Alter, Typ 5 ist ja One-Hit. Ja, siehst du, guck. Alter, die ist richtig gut. Fünf Typen. Ich hab mal einen Film gesehen mit fünf Typen. Mit Sasha Grey gemeinsam, ne? Ja, die gibt's ja gar nicht mehr, oder? Die hat doch mit Soderbergh
Mit dem Soda-Berg hat sie doch. Oh, Alter, es ist. Ich dachte, hat sie doch ein Video gemacht. Also ein Film. The Girlfriend Experience, glaube ich, hieß denn. Dann hat sie gesagt, ich werde seriös. Ach so, okay. Aber jetzt bin ich raus. Wahrscheinlich kennt die auch heutzutage niemand mehr. Ich weiß gar nicht, wer ist heute der Superstar? Ich hätte gerne eine Türgeld. Eine Türgeld ist nicht. Wo sind die? Bei mir? Bei mir geht's rund. Die ganze Rasselbande, oder ja, was? Schaltet bei Kies ein, heißt's. Hier ist keiner, hier ist cool. Entspannte Stimmung. Wie, du hast echt keinen Zombie? Nein, nicht einen. Du hast die ganze komplette Runde ist irgendwie bei dir gespawnt jetzt. Hm. Komisch. Normalerweise sind wir eigentlich immer in der Gegend. Nee, ich glaube erst, wenn offen ist. Ja, die Runde ist durch. Ja, sag ich ja. Ich habe in der Runde, glaube ich, nicht einen Zombie gekillt. Aber du könntest zusehen, wie jemand anderes Zombies tötet. Das ist doch toll. Mhm. Machen wir was sonst auch. Zusehen ist eh immer das Allerbeste. Ja. Selber machen die Leute ja zu. Ja klar, selber spielen ist ja nicht nur was für dumme Menschen. Nur dumme Menschen spielen selbst. So, hier ist offen. Gehst du naus? Da liegt irgendwo noch ein Schildteil noch rum. Wo denn? Irgendwo draußen. Irgendwo draußen? Ah jo. Hab ich. Hab ich mitgenommen. So, Runde 7 schon, Alter. Alter, wieso? Was geht hier ab? Was? Carpenter? So, wir brauchen wieder Äffchen. Wir brauchen das Spaßäffchen, mein Freund. Mit Spaß mit Affen. Das macht super Spaß. Peng, 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 peng. Ich schieße in dein Gesicht. Peng, 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 peng. Das ist so ein Lied. Aus dem Leben gegriffen. Hast du Zombies jetzt? Ja, ne? Ja, einen hier gerade. Ey, guck mal hier. Instakill. Instakill. Ja, die Karte, die rotzen wir heute durch. Ja, easy peasy. Kann man easy hier kaufen? Going. 1000 Mark. 1000 Mark berührt. Du hast Mark berührt? Ja. Double Points. Double Points. Nein, noch spawnt hier nicht genug für den Partyspaß. The money is on flow. Ich hab hier gerade mein letztes Geld für so eine Kiste hier, also jetzt nicht für eine Waffenkiste, sondern für Kisten, die im Weg standen, ausgegeben. Na, komm doch hier unten rum, dann sind wir direkt beim. Ach, obwohl du kommst von oben. Ja, ich komme ja hier oben jetzt zum Strom. Ja, aber hier ist noch was. Wir müssen beide dort sein, ne? Ja. Für den Teleport, ja. Nee, für den Strom. Ah ja, stimmt. Da kommt ja dann so eine Saftrunde. Das ist so ein Zweimann-Strom-Ding. Warte mal, ich guck mal hier. Muss man hier nochmal was kaufen? Da kann man direkt rein. Ne, hier geht's auch nochmal für Yeld. Und Mark 50. Na, Yeld hast du ja. Jetzt könntest du ins Startgebiet, denn ich habe den Affen schon activated. Ja, aber hier kommen jetzt die. Hier sind noch ziemlich ein paar Zombies. Zwei Mark Zombies. Witzig ist, die wollen einfach zu dir hoch. Die stehen da an dieser Tür, wo sie gar nicht durch können. Und ich stehe direkt daneben. Meinem, Schrulu Banani. Mein neuer Duft. Schwulo Banani für den Mann, für den modernen Mann von heute. Chulo, die mexikanische. Chulo Banani. Chulo Banani. So, warte. Boah, Alter. Ich bin so im roten Land. Gehst du ins Startgebiet gerade zurück oder bist du noch da hinten? Nee, ich bin noch da hinten. Weil wir erstmal Strom anmachen, dachte ich. Okay, okay. Wie die da stehen und sagen, ey, lass mich hier durch. Was geht da hinten ab? Das ist Party. I like to party, I like to dance. Alter. So, kommen sie rin, kommen sie ran. Kommen sie rin, kommen sie ran, zeigen sie ihren Pillemann. Da kann ich direkt noggern. Und Saft. Wo war Strom? Hier an dem Pad, hier, da. So. Ach, es geht ja noch hier so eine Dogen-Runde los, ne? A Dog, Dog, ja. A Dogen, ey. Nicht in dieselbe Ecke. Der Zombie ist, glaube ich, verletzt, oder? Nicht in dieselbe Ecke. Was? Jetzt bin ich extra rüber. Ich bin doch hier, in der anderen Ecke. Aber ich mag halt so gerne deine Nähe, weißt du? Ja, siehst du als schön, Kompliment. Wenn wir beide eingefruchtet werden, hier ist es nicht geil. Ich stehe auf Einfruchtung.
Besonders auf Erdbeereinfruchtung. Guck mal, so sind sie verwirrt und schleichen. Ich hab eine Grießgun. Der Retter ist nice, sehr nice. Ich schieß mit Weizengrieß. Eine Weizengrießgun. Come on! Ey! Dogen. Hier ist noch ein Dogen. Ja, der kommt aber zu spät zur Party. Schade, dass sie keine Muni geben. So, jetzt haben wir es hier. Sollen wir ja, zum. Keine Ahnung. Wupp. Swuppen. Ach, schon wieder Dogens. Schon wieder Dogens in Swuppen. Ich weiß aber nicht, wie man die Wunderwaffe bekommt. Irgendwie hier so bekommt man Affen. Ja, hier. Schublade ist rausgefahren, Affe ist gelupft. Jetzt haben wir beide Affen, ne? Ja. Wir können auch schon ein Schild bauen, by the way, ne? Rein theoretisch. Echt? Haben wir schon alle Teile? Ja, ja. Ich glaube, wir haben alle. Yeah, yeah, yeah. Lang mir an den Monkey. Guck mal meine geschwollenen Affenbälle. Ne. Ja. Oh. It is good job these machines are here. They please Max Ammo. Max Ammo. Kann man hier das Schild bauen? Nee. Hä, hier kann man irgendwas anderes noch bauen. Es gibt zwei Bergbänke. Es gibt mehrere, ja. You need a little revive. Hallo, mein Freund, hat der Affe gesagt. So, hier nochmal hin. Nochmal, hier war doch die Bergbank, oder? Ja. Ich baue das Zombie-Schild. So, ich glaube, ich habe das Manhole schon geöffnet. Geht das überhaupt? Da noch eine Granate reinwerfen, klar. Wenn es offen ist, dann siehst du ein Loch im Manhole. Dann musst du da nochmal eine Granate reinwerfen. Ja, aber bringt das was, wenn der Keller noch gar nicht offen ist? Oh, stimmt, wir brauchen ja noch den Schlüssel. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Loch ist Loch, oder? Das Manhole. Mann, Loch, Mund, Mann. Also mache ich kein Geld hier mit dem Ding. Irgendwo hier hängt ja der Schlüssel. Stimmt, Schlüssel, wo war ja, der? Der war irgendwo hier. Wann gab's den denn? Jetzt. Jetzt. Sofort, gleich. Au. Warum kratzen die so? Aua. Ich weiß aber nicht mehr wo. Wo habe ich ihn gelupfelt? Ich weiß auch nicht mehr wo. Hat der irgendwo rumgelegen? Hab ihn. Oh oh. Oh Mist. Oh, ich habe jetzt schön gekitet, um Geld zu machen und dann steht schön er vor mir. Rein. Steht er einfach vor mir und ja, hin? Ich komme mal wieder zurück. Schon open oder was? Ich habe einen Schlüssel. Den hast du ja jetzt auch, rein theoretisch. Oh, ey, die ist aber nicht ins Manhole reingefallen, jetzt die Granate. Muss genau rein ins Manhole. Ich glaube, die ist runtergefallen. Muss schon sitzen, so eine Mannlochgranate. Ja, ich glaube, die sitzt jetzt auch. Ja, Tür ist offen. Ich hab die Nate, hatte ich jetzt schon runtergeworfen. Warte, ich bin schon unten im Keller. So, warte, nächste Nate fliegt. Gas spritzt raus. Tür ist offen. Jetzt bin ich im Raum. Warte mal, was muss man hier nochmal machen? Ah, jetzt brauchen wir die Keycard. Und für die Keycard brauchten wir die Batterie. Und die Batterie haben wir wie bekommen? Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Wie haben wir nochmal die Batterie bekommen? Ich hab's vergessen. Ohne Kack. Irgendwo lag die rum, oder nicht? Lag die nicht irgendwo da rum. Aber wo? Lag die nicht auch da unten rum? Lag die da unten rum? Kann sein, ja, doch, wirklich. Ich glaube, die lag da unten rum. Max Ammo. Ach, ist ja auch noch Insta von unten drin.
Also ich habe hier noch zwei Zombies gerade. Ja, denke, kannst du töten. Ja, aber ich kann auch nochmal Truhen gehen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wenn du eine Waffe brauchst, dann yes. Hast du schon die Batterie? Nee, ich hol sie gerade. Ah, okay. Jo, hab die Batterie. Okay, das ist gut. Wo ist die Kiste hin? Hinten nicht mehr. Ich hätte doch einen Teddy. Ach so. Le Batterie. Le Batre. Le Batre mit einem Haps war die im Mund. Le Batre. Le Batre. Le Batre. Ich überlege gerade, ob ich die Beretta punchen soll. Die klingt irgendwie nach Spaß. Aber ich habe nichts. Was ist denn eine Numbu? Knöte. Eine Numbu? Ich habe eine Numbu Typ 2. Das ist ein indischer Taxifahrer, nice. So, okay, hier müssen wir füttern, ne? Seelen reinfüttern jetzt. Mr. Seelen Numbu. Füttern. Mr. Numbu Batu. Numbu Butthole. Ich wollte nochmal in die Kiste gleich. Ich will auch nochmal die Kiste. Auch mal ran. Lang mir an den Numbu. I do not like to take break between shots. Ich hab hier so eine Stalker. Ne, ich muss auch. Geh mal ran. Ich hab hier nur die Numbu. Du hast immer noch kein Schild. Nee, ich weiß nicht, wo der ist. Ja, beim Stromding in der Nähe. Was ist das hier? Na, Austin! Das reicht, komm. Füttern wir. Das reicht? Ja, jetzt sind wir noch in einer guten Welle und wir haben Affen und so ein Shit. Ach so. Ja, schon wieder eine Numbu. Ach komm. Ja, nimm halt die alte Numbu. Dann nehme ich halt die alte Numbu mal. So, liegt das da schon? Dann lass mal hier ansaugen, oder? Ist schon angeschlossen? Ja. Ja, ist alles angeschlossen. Der Saugapparat, der Saugabarillo. Saugarillolo! Geht die denn jetzt hin? Jetzt muss ich da drüber. Jetzt klettert die hier über den Zaun. Ich zeig nochmal meine hier Survival of the Fittest. Die Waffe ist nicht so geil. Delisse. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Delisse. Delisse, Carotte, le Batterie. Delisse. Delisse. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo bleiben die Zombies? Na, hier kommen halt immer welche Viecher über den Zaun, ne? Ja, da musst du aufpassen. Aber Runde 12 müssen eigentlich schon genug sein. Ja, sehr gut. Jetzt hier schön reinbretscheln. Bretscheln, nein. Achtung, nächste Affe kommt. Hey, meine Waffe ist nicht so stark, wie ich hier habe, merke ich gerade. Oh, geil. Aber warte noch mit dem einsammeln. Achtung, Äffchen. Normalerweise müsste die Batterie eigentlich schon fast voll sein. Ja, ist voll. Ist durch. Wow. Hilf mir. Oh, shit. Au, au, au. Schmeiß einen Affen, wenn es nicht anders geht, weil ich will nicht meine Waffen verlieren. Schmeiß einen Affen. Aber so geile Waffen hast du jetzt auch wirklich nicht. Ja, trotzdem. Ich will meine beschissenen Waffen nicht verlieren. Ich hab keinen Nogger mehr. Shit. Ja, aber du hast den Money. Ich will eine große. Mach nicht alle tot. Ich will auch eine große. Was ist das hier? Pedro. Komm schon. Mr. Pedro. Oh. Automatische. Ja, guck mal. Da hat er doch was Feines. Ja, endlich. Was Brauchbares. Oh Mann, ey. Soll ich die Punch schon noch eine Runde ohne Nocker riskieren? Ich würde es nicht riskieren. Scheiß auf Punch, mach das zur nächste Runde. Ich würde mir erst einen Nocker holen. Warum nicht erst auf Nummer sicher gehen? Weil der so weit weg ist, weißt du? Ewig so langer Weg. Ja. Was war denn jetzt mit der Batterie? Wo muss die jetzt hin? Geladen? Nichts, jetzt sind Telefone. Ah, Telefon, okay, dann lass. Gehe ich jetzt hier erstmal. Lass sie am Leben. Such den Schnuger, weil da ist bestimmt auch irgendwo ein Telefon. Dann be quiet, please. Nee. Noch höre ich hier nichts.
Irgendwo ist Starting Area. Ich höre auch schon was, warte. Erstmal Nogger. These beverages do little to rid me of this perishing thirst. So, hab ich. Dann irgendwie, glaube ich, bei Café oder so? Weiß es nicht. In der Ecke? Ich hör's. Hab ich. Und ich glaube, das letzte ist da bei der Ding, könnte es sein, bei der Werkstatt Strom. Ja, hier laufe ich gerade rum, aber ich höre nichts. Stromstand. Oh, hast du ein Schild geholt? Nee, wo ist das? Da, wo du bist. Außerhalb der Werkstatt, hier wo ich jetzt stehe. Ah, okay. Aber ich muss erst Snipergewehr loswerden kurz. Sniper will ich nicht. Ich glaube, ich werde meine Sniper mal punchen. Ah, endlich. So, das sieht doch schon mal besser aus. Was hast du bekommen? Keine Ahnung, eine Charlton. Eine Charlton Heston? Ja, Charlton. Okay, war das Schild. So, jetzt müssen wir nur noch ein Telefon finden. Oder hast zwei Telefone hast du? Naja, zwei habe ich. Deswegen bin ich auch gerade sehr ruhig. Ich hör's. Ha, irgendwo hier. Ah, hier. So, Telefone alle aktiviert. Dann kannst du die Karte abholen, da wo die Batterie war. Da müsste irgendwo eine Chipkarte dann rumliegen oder so. F. Ah ja, hier, guckt sie raus. So, was mache ich jetzt nochmal mit der Karte? Unten in die Tür, ne? Genau, unten in die Tür. Und dann müssen wir da unten eigentlich warten. Dann müssen wir da unten eigentlich warten. Aber wir machen jetzt erstmal noch eine Runde hier oben, damit wir eventuell dann gleich punchen können, weißt du? Ja gut, dann muss ich das auch noch nicht unten rein, dann mach tot. Muss ich das jetzt nicht da unten reinschieben. Ja, ich brauche auch noch ein paar Säfte. Wir bräuchten eher so 2-3 Runden hier oben, damit wir Säfte haben. Weil ich habe noch gar keine Säfte. Jetzt habe ich hier erstmal mir noch. Ich habe noch gar keine Säfte, außer Nogger und Speed. Ich habe nur Nogger. Also ja, aber du hast ja wohl mehr Geld gehabt als ich. Ja, aber keine coole Waffe. So. Lass mich hier Knete machen. Weil die braucht ewig zum Nachladen. Und jetzt spawnen ja noch nicht so viele Dudes. Na, warte ab. Wenn sie gleich von allen Seiten kommen. Und dich anfassen wollen und ja. Deinen Genussknochen im Mund haben wollen. Ja, die hier mit dem. Die hier mit dem Hütchen sind die schlimmsten, ne? Mit dem Gedenkhaarschnitt hier. Mit dem Lady Di Gedenkhaarschnitt? Nee, eher der Uma Thurman. Uma Thurman Gedenkhaarschnitt? Jetzt sich auch irgendwie das Gesicht total verhunzt mit Schönheitsoperationen, ne? Deswegen macht sie keine Filme mehr. Ja, weil sie denken, oh, ich muss schöner aussehen. Und dann sehen sie aus wie irgendwie so ein, der erste Pfannkuchen, den man macht, weißt du? Der schlägt halt oft fehl. Aber der schmeckt meistens am besten. Ja gut, bringt aber nichts. Wie, jetzt Geschmack? Auge isst mit. So, mach tot, hier, zack. Mal ein bisschen Geld reinholen. Noch haben wir keinen Punchy-Munchy. Aber ich würde mir auch Ding holen hier. Double Tap hole ich mir vielleicht. Ja, ich hole mir Double Tap. Schmalz ist gut da unten. Gesunden Schmalz schiebst du dir in den Hals. Lass dich schon schneller nachladen. Nee. Ich glaube, die Waffe ist später richtig nice hier, die Sniper. Wenn man die gepuncht hat. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Überleg, ob ich mir einen Esel holen soll, wegen der Dark Ray Gun. Weil du musst ja auch noch mitschleppen können. Ja, boah, wo war Esel eigentlich? Der stand ja auch irgendwo rum. Irgendwo stand ein Esel rum, ja, ja. Ich glaube bei der ersten Kiste. Ja, stimmt, genau, in diesem kleinen Garten. So, ich hole mir erstmal eine Speed Cola. Speed Cola see. Speed up your life. Ich vergesse immer, dass man hier in dem Spiel rutschen kann aus irgendeinem Grund. Ich auch, da denke ich nie dran. Weil das auch so unerreichbar ist, weil mein Daumen liegt unter der Leertaste.
Und ich komme, weiß ich, gehe eher in die Leertaste, als dann immer diese krampfhaftige PC Master Race, ja, bla bla. PC Master Race, du schlecht, du keine Ahnung, Kreis. Mit Controller wäre das easy zu rutschen. Schön erreichbar. Du darfst aber nicht mit Controller spielen. Mach ich trotzdem. Ist verboten. Du bist PC-Besitzer, eigentlich ist Controller für dich tabu, ne? Das weißt du. Ich besitze auch Konsolen, also es ist kein Problem. Was? Das ist Fremdgehen, Interracial machst du hier. Hier ein paar Äpfchen. Die bringen noch kein Geld, die Affen. Warum? Du kannst ja reinschießen dann schön in die Cloud. Oh, guck mal, da ist schon so ein Ding. Ja, da ist schon so ein Ding. Das ist das Letzte. Wir werden danach nie wieder eins sehen. Jetzt werden wir nie wieder eins kriegen. So. Schade, dass man hier nur 4 Perks haben kann, ne? Schon irgendwie. Ja, das finde ich echt ein bisschen schade. Ja. Bisschen schade. So, ich mach, glaube ich, jetzt meinen ersten Punch und ich will irgendwie die Sniper punchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wird richtig beastig. Oder sie wird totaler Schrott, ich weiß es nicht. Ich habe mich erstmal gestaminapt. Ja, aber hol dir auf jeden Fall noch einen Esel, wegen der Dark Ray Gun. Die gibt's eh dann umsonst, ne? Klar, aber die willst ja irgendwie auch spielen, denke ich, wenn das eine neue Waffe ist. Die will man ja auch mal erleben, die dunkle Seite der Raygun. So. Ja, aber ich wollte zuerst Stamin-Up haben. Stamin-Up ist immer gut. Das, die Klassiker sind oft halt einfach das Standbein, ne, auf dem man dann... Der Stamin-Up ist auch mega gut. Ich hätte auch gern Stamin-Up. Aber ich setze halt auf den guten alten Don Burros. Burros Mundos. Wäre halt voll geil. Sniper. Ah, ich mach gerade noch mein Punchgeld zusammenkratzen. Ah. Das kriegen wir schon hin. Punch und Esel. Oh, mein Schild ist fast down und hier kann man sich das irgendwie nicht immer wieder rauswuchten. Ja gut, aber neues kann man dann holen. Man kann neues haben, wenn es, glaube ich, ganz kaputt ist, ja. Ist halt chillig, wenn du es nicht ganz kaputt haben musst, dann kannst du ja schon neues nehmen, weil ab und zu der letzte Schlag dauert dann doch irgendwie ewig. Ja. Ist noch ein Sale, falls du irgendwas salen willst. I am humbled by this unexpected gesture of will. So, Punch is on the munch. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch schon mal los, weil... Ja, lass einen am Leben. Renn schon mal rein. Da, 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 da. Oh, Stamina ist das Beste, ey. Ja, Stamina ist sehr geil. Sehr, sehr gilly. Warte mal, ich komme zu dir. Eigentlich kann ich auch schon direkt punchen, meine zweite Waffe. Da könnten wir schon da unten bleiben. Wir haben Affen, wir haben Waffen. Ach so, um auf das Ding zu warten. Naja, das ist kacke, wenn man da den Weg rennen muss. Ist einfach zu knapp. Ja, eigentlich muss man, pass mal auf, wenn du bei der Dark Ray Gun bist. Enter Code? Ach so. Hast du es gemacht? Ja. Warte mal, warte, ich zeig dir mal was, ich komme gerade zu dir, ich punch nur kurz. So, wo ist es denn? Schmeiß mal den Affen auf die Raygun, auf den Tisch. Schmeiß mal einen Affen dahin. Na Mist, der muss genau drauf. Und dann, ich mache auch gleich einen. Wenn wir jetzt unsere Affen verballern. Ja, ja, nur jeder einen erstmal. Da kommt ein Zombie, ich mach tot. Ah, Mist, ist auch untergerutscht. Weil letztes Mal ist mein Affe einfach verschwunden. Wupp, und dann war er weg. Sehen wir uns wieder? Hm. Mein Leben hat doch gerade erst begonnen, hat der Affe bei mir gesagt. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir einfach hier unten.
Ja, wie gesagt, als wir letztes Mal hier so drin standen, da ging's ja ganz gut. Aber ist jetzt auch schon Runde 17. Ja, die Runden, die rauschen. Die rauschen durch. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr wild. Und auch meistens sehr erotisch. Und wenn wir dann hier die Dings kriegen sollten innerhalb der nächsten 16 Runden, die wir jetzt wahrscheinlich hier überleben müssen. Ja, ja. Aber ich habe auch noch keinen Buro. Ich auch nicht. Hol dich mir dann noch. Ja, hier, easy. Bitte vorne in den Loop. Ja gut, die wäre jetzt nicht so schlau. Weil dann liegt unsere Waffe nämlich irgendwo oben im Busch. Ja, nee, die Nuke brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Zombies, wir brauchen Yelts. Carpenter liegt da hinten. Zweimal Punkte. Ja, Double Points ist ja ganz gut. Ja, die hole ich auch jetzt. Achtung. Ja! Ah, da! Get it! Schieß! Ich schieß! Jo, ist weg! Ja, geil! So, dann jetzt Bodo. Open the cell! Wow! Ich geh jetzt erstmal hoch, weil das... Ja, brauchst einen Bodo, aber der kostet 4, ne? Der kostet 4? Ja! Echt, Bodo? Ja, Bodo kostet 4. Boah, was? Okay. Was haben wir mit Hundo? Na, Hundo? Hundo Mundo. Machst du Hundo in deinen Mundo? Mein Dogenmaul. Dogenmaul, ey. Ich hab ein geschwollenes Dogenmaul. Oh Gott, du armer. Du armer Kerl. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Die schwarze Ray Ray. L-Ray nennt man die. Kennst du hier, ach, wie heißt sie denn? Mit Ray und L-Ray. Planet Terror. Achso, ja. Die Zeiten von L-Ray sind vorbei. Nenn mich nur noch Ray. Oder so war alles da irgendwie, ne? Oh Gott. Mann, ey, warum laufen die? Die Hunde wollen nur dich. Ist doch gut, dann kannst du dich schön von hinten erschießen. Oh, nur einer kann die Ray-Gun nehmen. Kacke. Okay, macht nichts, macht nichts. Oder vielleicht... What? Ich geh drauf! Warum? Ich hang in der Ecke. Weil er sich gedacht hat, oh, ich schieß damit mal einfach jetzt vor mir auf den Boden. Nein, ich hab nicht geschossen. Ich wollte die Waffe wechseln und irgendwie hat er bei mir die Waffe nicht gewechselt. Dann habe ich die Sniper genommen und dann habe ich einen Hund erschossen, aber die Sniper ist zu langsam und ich wollte meine MG nehmen. Hat nicht funktioniert. Hunde reagieren nicht auf Dings, ne? Will mich jetzt nämlich eigentlich auch nicht einklemmen lassen. Nee, machst du alle tot, aber sammel doch keine Munition. So, die ging nicht anders, lag in der Tür. Ja, dann lass uns hier Schuss, eine die jetzt fehlen. Welle machen. Warum, wir können doch auch oben eine Welle machen. Nee, ich bleib hier, ist doch voll easy, da habe ich null Stress. Oh nein, die Raygun! Was macht er denn? Was ist damit? Ich hab sie noch. Oh, weil die war doch auf dem Esel. Wäre die jetzt weg gewesen. Mann. Fire Save, noch niemand. Ja, das mache ich erstmal wieder ein bisschen Geld für Perks. Was müssen wir denn mit der Raygun machen? Uhren abschießen. Wow, das war die Raygun. Er macht damit hier drin keine Faxen. Jetzt liegst du gleich nämlich wieder da. Schmeiß meinen Affen da hinten rein. Na toll, ist genau abgeprallt dann, Herr. Warte. Egal, die greifen jetzt nicht an. Ja, guck mal, hier macht man aber easy Knete. Ja, ist doch gerade Instabilly. So. Also wir müssen jetzt da Uhren abschießen als nächstes. Ja, deswegen würde ich sagen, jetzt gleich hier wieder raus, oder nicht? Hast du genug? Machen wir noch eine Welle, dann lassen wir einen am Leben, wenn es geht. Und ich shop alles ein. Dann hole ich mir gleich wieder alle Perks. Weil hier unten ist einfach perfekt, um Geld zu machen. Ich habe keinen Stress, ich kann nicht irgendwie von hinten getroffen werden. Was war das?
Der hat grad, ich habe von ganz allein gerade eine Granate geschmissen aus irgendeinem Grund. Von, bei mir wechselt er ab und zu von ganz allein die Waffe. Ich weiß nicht warum, wenn ich sprinte, wechselt er ab und zu einfach die Waffe. Hier kannst du keinen am Leben lassen, weil du nicht weißt, wer der Letzte ist. Na, stimmt auch wieder. Ja, stimmt auch wieder. Bleib nach. Oh, ich auch. Shit! Nicht gut, nicht gut. Ich bin wieder da. Hab ja keinen schneller Nachladen, dauert ja bei mir ewig. Können jetzt den Nuke nutzen und rausrennen schon mal. Ja gut, rennen wir. Weil dann kann ich mir jetzt auch Ding holen. Stamina. Hol ich mir alles. Weil jetzt nämlich die Wave nicht vorbei und hier draußen kann man kontrollierter einen am Leben lassen. Da leuchtet eine Uhr, ich habe schon mal eine gesehen gerade. Wo? Da in dem Raum, ah, hier, ja. Genau. Die leuchtet glaube ich immer noch. Oh, wow, 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 wo kommen die denn alle her? Da kommen richtig viele. Ah, Dogenlogen. Was ein Dogenlog? Ich lass mal hier die am Leben, die beiden. Ah ne, da kommen noch welche. So, ich hab mir erstmal hier Speed Cola C geholt. Wie viele Uhren brauchen wir dann? 4, glaube ich. Okay, das sieht man aber recht deutlich, Gott sei Dank, dank dem blauen Nebel. So, Stamina up. Ey, so ein paar kommen hier noch aus ihren Löchern gekrochen, ne? Hä, ich kann mich nicht zum Spawn teleportieren? Geht es nur zu zweit? Ich glaube, es geht nur zu zweit. Aber du kannst den langen Weg da laufen. Da vorne ist ja dieser dünne Durchgang, dieser lange. Naja, den nehme ich auch. Also eine Uhr. Wie viel? Drei sind's? Vier. Okay, vier. First house kitchen. Behind the barrier. Dann behind the barrier in the same house, just before you enter the garden. The third is inside of the pub. Moment, warte mal, ich muss erstmal. Inside of the house next to the park ist auch noch eins. Ich muss erstmal wieder einen Start und mir einen Nogger holen. Also, der erste ist in der Küche. Ich glaube schon. Ja, ich sehe sie auch da hinten. So. Die hat aufgehört zu leuchten. Behind the barrier in the first. The second is behind the barrier in the same house. Just before you enter the garden. The same house, barrier. Ah, hab sie. Yo, ist auch aktiviert. Okay, die dritte ist im Pub, steht hier. Und die habe ich die wahrscheinlich aktiviert, ich weiß es aber nicht genau. Die vierte ist next to the park. In dem Haus. Also hier, wo ich bin, weil ich kaufe das mal eben hier auf. Die wird dann hier in diesem Haus sein, irgendwo wahrscheinlich. Warte, 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 warte. Also, erstmal gucke ich nochmal in den Pub kurz. Jo, die ist auch aktiviert. Und hier am Park ist direkt so ein Haus. Da müsste dann der letzte drin sein. Okay, habe ich auch. Und jetzt? Alles klar. Okay, Moment, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das Was jetzt ist hier? Jetzt? Es Was ist dunkel. Das? Ja, aber es warum? Ist, es ist Nacht. Ja, Scooby-Dooby-Doo. Okay, Water Fountain and Shelter in the Park. Hey, ist ein Shelter im Park? Wie jetzt Water Fountain? Wir müssen jetzt irgendwie zwei Teile finden. Okay. Hey, ich hab hier, weg da, weg da, weg da. Ja, genau. Da kommt ein Zombie, deswegen. Und Water Fountain, die ist, glaube ich, hier vorne, ne? Keine Ahnung. Im Park alles. Nee, nee, hier ist noch ein Teil da. Und jetzt, Kabel. Was wollen wir mit den beiden Teilen? Warte, warte, warte. Collect two parts around the map. Warte, wie geil, dass hier auf einmal hier so dunkel wird. In the garden of the house, which contains Deadshot. Wo ist Deadshot? Ja, ich weiß, wo das ist. Das ist eine Crafting Station. Ah. Soll ich die Zombies mitnehmen? Alles klar. Nö, kannst du da bleiben. Ja, sonst kannst du aber nicht in Ruhe bauen. Hä? Okay, ich hab einen auf jeden Fall. Du bist schon so weit weg. Ja, ja. Ne, aber irgendwann kommen sie und lassen dich vielleicht nicht in Ruhe bauen. So, habe ich gebaut. Also, ich baue es.
So, jetzt habe ich eine Antenne. Okay, take the antenna to the radio in the power building. Das wird wahrscheinlich da hinten beim Strom sein dann, ne? Ja. Kann man die Raygun punchen, die Dark Raygun? Ich will mal gucken, ob das geht. Das interessiert mich jetzt, ne? La 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 la, Dark Raygun. Kann man dich punchen? Nö, kann man nicht. Schade. Au, der Zombie hat mich gebissen. Und ich habe hier noch einen. Mach ich den hier tot. Ah, es ist nicht romantisch auf einmal die Karte. Ja, schon angenehm irgendwie. Okay, hast du das jetzt mit der Antenne? Nein, ich war eben ganz kurz im Punch Room. Jetzt komme ich gerade bei dir, lauf da kurz vorbei. Jetzt gehe ich zur Antenne. Wo muss ich da hin? In den Stromraum, ja? Bring die Antenne to the radio in the power building. Okay. To carry the signal. Da muss irgendwo ein Radio sein, ne? So wie das andere. Na, ich schau. Hier ist ein Radio, jetzt eine Antenne dran. Ja. Jetzt musst du irgendwie 20 Sekunden warten. Dann ist das Signal übertragen. Okay, es wird gedüdüdüdüdüdüd. Ich morse. Jetzt kommt irgend so ein Geräusch, wie als wäre eine Maschine hochgefahren. Kannst du sie dann wieder einsammeln? Ja? Ja, nach 20 Sekunden ungefähr kann man sie wieder einsammeln. Okay, hab ich. Und dann zum Radio Downhill Street. Das ist ja dann hier unten, glaube ich, ne? Wird es dann das sein, wo wir die Batterie aufgeladen haben? Wahrscheinlich. Geh mal hin und guck, ob du da eine Antenne reinstecken kannst. Ja, dasselbe hat deine Mom gestern zu mir gesagt. So. Nee, hier geht nichts. Aber bestimmt gibt es irgendwo noch eins. Warte. Ist es Downhill denn die Street. Ist es denn die Downhill Street? Gibt es irgendwo Straßenschilder? Weiß ich nicht. Kann man sich eigentlich noch einen Random Perk gönnen? Ja. Come back later, aber hä, was? Hä? Ich habe jetzt irgendeinen Perk eingesammelt und dann... Okay, Geld ausgegeben für nix oder was? Die Downhill Street. Könnte auch die andere, es gibt ja noch so eine Straße da, wo die ganzen Autos stehen und so. Vielleicht ist da auch noch ein Radio. Naja, ich schau gerade. Hier. Das wird übertragen. Okay, übertrag das Signal. Eieiei. Eieiei, a puro el gusto. A puro el gusto. Eieiei. Mundo in meinem Mundo. So. Kann ich wieder mitnehmen jetzt? Mitnehmen und irgendwo in der Starting Area müsste dann noch ein Radio sein. In der Starting Area. Wie gehe ich da nochmal hin? Was machst du? Die Raygun kurz nachgeladen. In der Starting Area, also ganz am Anfang irgendwo. Wird es dann wieder hell? In the Spawn Area. Next to the Telepad. Okay. Ich bin da. Ich hab's gefunden. Es wird wieder gedutututut. Komm schon. Und dann kommt irgendwie der ultimative Bossfight, ne? Weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Das ist noch so ein Problem. Hä, was jetzt? Oh Gott, ich sehe nichts. Alles ist weiß. Oh. Die Nacht ist vorbei. Die Nacht des Bauens, Grauens. The night is over. Jo, nicht mehr dunkel, du. Ja, und jetzt? Telepad, wir müssen jetzt zu dem anderen Telepad wieder und noch eine Lockdown-Sequenz machen. Eine Lockdown-Sequenz, okay. So wie wir den Strom angemacht haben. Ja, dann treffen wir uns dort. Ich bin schon auf dem Weg. Na gut, komm ich da hin. Na gut, ne?
Aber ich überlege gerade, ob ich nochmal punchen gehe vorher. Das musst du wissen. Dann gehe ich aber auch nochmal. Ich habe nämlich noch keinen Effekt auf meine Waffen. Du hast aber auch... Ja gut, du hast noch Geld für zum Dingsen. Die Dark nee, Ray Gun. Ich punche erstmal noch die andere Waffe, einfach nur ohne Effekt dann. Obwohl, müsste ja reichen für die eine mit Effekt. Ich besitze eine Dark Ray Gun. Na, Zombie, willst du sie essen? Schmeckt dir die Dark Ray Gun? Jetzt mach den nicht tot, ne? Mach ihn doch nicht tot, ich halte ihm nur an den Mund. Gleich heißt sie da, oh, ich hing in der Ecke fest, weil ich rumgespielt habe. Ich steck dem Zombie nur die Knarre in den Mund und sag, lutsch dran. Das ist ein ganz normales, gesellschaftlich akzeptiertes Spiel. Und der Gentleman. So, der Fallen Comrade. Und die hier punch ich auch nochmal. Ich hab die Subsonic Scream. Donnerwand habe ich, sehr gut. MV31 AGR. Ich hab ne Smirka und ein Fallen Comrade. Smirka. Den gefallenen Kameraden habe ich noch. Ich hab ne Donnerwand bekommen. Habe ich auch. Das ist okay. In deiner Smirka? So, würde ich sagen Lockdown, oder? Meine Dark Raygun ist verschwunden. Wie, warum? Ich hab sie nicht mehr. Keine Ahnung. Ist weg. El Burro ist kaputt. Wahrscheinlich hätte ich irgendeinen Bug. Puh. Ja, Dark Raygun ist gone. Da brauchst du eh einen Flopper für, sonst bringst weiß du dich ja nicht. Die schießt ja ganz anders. Die schießt was ganz anderes. Keine Ahnung, ja, ob die. Es explodiert auf jeden Fall am Ende. Ja, keine Ahnung, wie die designt wurde. So, Telepath Boy, wo bist du? Telepath, hier ist Telepath. Hä? Hä, Mr. Telepato? Geht nicht. Nein, hier ist. Oder ist der Lockdown am Anfang bei dem anderen Telepath? Das weiß ich nicht. Wir können ja uns telepathen. Komm. Telepathen wir mal. Hm. Keine Ahnung. Mr. Patton. What he talking? Activate the telepath to begin another lockdown sequence, steht da jetzt. Na, aber hier kannst du nichts activaten. Hier ist nichts. Kann ich auch nichts drücken. Nee. Ah, doch, hier. Okay. Hier, doch. Yo. Oh oh. Dann machen wir mal hier Stogies. Dok Dok. Mr. Dok Dok. Mein Papa ist an Dok Dok im Mund gestorben. Kommen jetzt auch noch Zombies? Ich lade mal kurz durch. Es werden jetzt Zombies kommen, weil neue Runde. Neue Runde, neue Munde. Ich schmeiß mal einen Affen. Aber Hunde reagieren halt auf Äffchen nicht, ne? Also High Concentration. Ich weiß auch einen Affen, mal hier drüben hin. Oh, schießen. Was ist mit dem Affen passiert? Ich weiß es nicht. Sie reagieren nicht. Oh, Alter, ich wäre fast tot. Insta. Wie jetzt, was haben wir bekommen? Extra süchtig. Ich häng irgendwo drin, was ist denn... Dreh dich und schieß! Ui. Ja, und jetzt? Jetzt laufe ich erstmal weg. Jetzt laufe ich mich erstmal frei hier. Und gehe wieder dahin, wo ich in Ruhe gucken kann, was passiert. Boah. Alter, geil! Was ist? Der Parkaholic. Ist geil. Lasst mich in Ruhe. Ihr schmutzigen Zombies. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, wie es weitergeht. Ui. Wo ist denn hier eine Truhe? Hoppala. Truhe? Oh, weiß ich gerade gar nicht. Nicht mehr im Park, ne? Nee, im Park ist sie nicht. Activate the telepath. Okay, haben wir gemacht. Upon completing the lockdown sequence, you will be able to enter the arena by paying
65.000 Points. What? 65.000 Points. Boah. Boah, das dauert ja auch noch mal ein bisschen. Ja, aber wie kommen wir da überhaupt rein? Also wo ist der Eingang zur Arena? Das frage ich mich jetzt gerade. Ich hab nix Ahnung. Ich nicht wissen, Mr. Wetter. Ist mal einer am Leben, please? Ja, ich kalte zwei Stück die ganze Zeit schon. Thanks. Like Tokyo, I too have visions. Mit dem Perkaholic ist eh alles in Ordnung, außer die... Ja. Außer die sterben durch Widow, meinst du? Oh, Widow Wine, ja. I will score. Haben wir einen Floppy? Nee, ne? PhD? Nee, haben wir nicht. Wie gesagt, wir müssen jetzt aber gucken, wie wir in die Arena kommen. Weil das weiß ich nämlich nicht. Wollen wir erstmal die Knete? Ja, erstmal will ich den Eingang wissen, weil sonst brauche ich keine Knete sammeln. Dann sammle ich jetzt eine halbe Stunde lang hier nämlich Knete wie ein Bescheuerter und dann heißt es ja, wo ist jetzt der Eingang? Auf Wiedersehen! Arena. Vielleicht irgendwo unten im Keller. Oder beim Brunnen oder sowas, weißt du? Mhm. Die ja, Arena der Lüste. Hier vielleicht, wo der Bus nach Downtown fährt? Ja, sowas könnte auch was sein. Irgendwie so am Ende. Ich gehe mal kurz da zu dem Bus. Hast du schon geguckt? Ja, oder habe ich jetzt so schnell nichts gesehen? Nee, ich habe auch nichts gesehen. Unten im Alibabas? Weiß es nicht. Bei irgendeinem Schuppen oder sowas? Der geheime Arena-Schuppen? Tja, wo kommt man in die Arena? Das ist eine ganz gute Frage. Eine Telefonzelle vielleicht? So Doctor Who-mäßig? Hast du jetzt unten dann mal geschaut? Nee, war ich noch nicht. Na, dann flitze ich mal unten rein. Ja, geh mal unten rein. Was war das hier? Ah, nee. Na, jetzt ist hier... Ist oben bei dir noch ein Zombie? Nee, ich hab grad keinen. Ich bin grad nochmal hier im Startgebiet. Ich meine nicht Stadtgebiet, sondern Stromgebiet. Ob hier irgendwo Arena ich ist? Ich kann hier unten, ist zu eng und zu kalten. Ich kann hier nicht gucken. Ja, dann geh nochmal raus. Ich komm gleich. Beim Stromding auch nix, ne? Russian snipers are best in all of Russia. Warte. Ich schau, was ist. Irgendwo muss Arena sein. Oder kommt man da von alleine rein, wenn man 65.000 hat? Ich weiß es nicht. Anscheinend kommt man alleine rein, wenn man 65.000 hat. Da kommt man in die Arena. Sicher? Ich schaue hier gerade, ob ich irgendwas finde zur Arena. Together we kill many hell pigs. Enter the arena? Also complete the lockdown? Will able to enter the arena by paying 65.000 Points. Nun, das kann so ziemlich... Entweder es ist wirklich so, dass man das erreichen muss und man kommt in die Arena. Oder es gibt halt irgendwo einen Spot. Ich weiß, wie es geht. Du brauchst die 65.000 und dann kommt der Spot am Startgebiet, der Teleport. Ah, okay, alles klar. Dann sammeln wir jetzt erstmal Cash, oder? Ja, was haben wir für eine andere Wahl? Wir brauchen erstmal jetzt 65.000. Ich wollte eigentlich hier noch die Raygun, die ganz normale, mal ertruhen. Weil das Coole ist, bei der Raygun, die kann man dreimal punchen. Da soll irgendwas Cooles bei rumkommen. Der hat da irgendwas Besonderes eingebaut. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwie, eine Raygun zu ertruhen. Können wir uns nicht eigentlich auch unten in den Gang stellen? Und
Rein theoretisch, ja. Ich finde den Gang halt auch weniger gefährlich als hier. Ja, weil hier können sie immer noch von hinten dich ja, in der Ecke einmal, drängen. Ja, einmal nicht aufgepasst. Großer Train. Drück dich weg. The problem is real. Ich will noch einmal in die Truhe gehen. Die ist gerade hier drüben. Ja, dann gucken wir, dass wir schnellstmöglich unten in den Gang gehen. I will shoot, I will score. I will shoot, I will score. War geil. Was hat er? Firesale. Achso. Aber es sind sehr viele Zombies. Sehr viele Zombies, Mr. Zombie. Oh Gott, kommen da viele, ja. Das ist brutal. Nikolai will stand before the horde, defiant. Mach jetzt keine Spielchen. Ja, gut, ich mach keine Spielchen. Wir brauchen keine super wundergeheimen Superwaffen. Wir brauchen erstmal Geld. Ja, das hast du ja schnell zusammen. Naja, geht. Wo sind all die kleinen Zombies hin? Also wenn wir uns unten im Gang stellen, gut, irgendwann wird's auch voll, ne? Ja, aber im Gang kann man das halt so schön kontinuierlich, zack, zack, zack. Spawnt hinter dir nix. Wir haben Affen. Ich habe eine Waffe mit unendlich Schuss. Du hast eine Waffe mit unendlich Schuss. Wieso unendlich? Ja, du weißt, was ich meine. Viel Schuss halt. Dann haben wir so Sachen wie Donnerband. Na, auf der zweiten habe ich noch gar keinen. So, ja, ich auch noch nicht. Leck mich doch. Ich krieg hier einfach keine... Keine Raygun. Gibt's doch nicht. Ich würde die echt gerne mal sehen. Seine Raygun Super Monster Edition. Alter, der Widow's Wine, was ist denn hier los? Der Widow's Wine haut Ryan. Er wurde gerade sehr häufig aktiviert. Ja, deswegen. Danach Keller. No stress in the Keller. Sagen die Kids. Hast du noch Zombies? Ja. Lass am Leben. Alle? Das sind echt viele. Nee, wenn du nur noch einen oder so hast. Oder zwei. Ich krieg dauernd dieselbe Waffe aus der Kiste. Dauernd. Ja, unten kannst du aber dann nicht mehr truhen im Keller. Nee. Ja, das ist jetzt nur eine Spielerei. Ich hätte es gern mal gesehen, Teddy. Ich hätte es gern mal gesehen. Ja, ich will jetzt ungern mein Geld die ganze Zeit ausgeben, ne? Reicht ja, wenn einer das Geld hat. Wo landet sie, die Truhe? Wahrscheinlich jetzt hier auf dem Spuiplatz. Oder da blöd hinten, wo man nicht tun kann. In diesem Haus. Ja, das ist richtig ekelhaft. Noch sehe ich keinen Strahl am Himmel. Ja, doch, da hinten im Haus. Ich habe sie eben gerade runterkommen sehen. Komm, gehen wir in den Keller. Weil da gibt es irgendwie die Raygun Mark 3. Die soll ganz witzig sein. Typ 5. Habe ich hier noch. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Okay, du meinst, das ist hier eine gute Methode? Ja, finde ich schon. Du hast die Perks direkt vor der Nase und alles. Ich find's lässig. Ja. Ja, gut. Dauert ja jetzt nicht mehr so lange. Ja, so ein Viertelstündchen wird es bestimmt noch dauern. Und dann noch die Arena. Was da halt auf uns zukommt, wissen wir ja nicht. Das weiß ich nicht. Elefanten, habe ich gehört. Die große Elefantenarena. Riesige Genitalien. Riesige Genitalien.
Die große Elefantenarena. Affen, Genitalien, Affen, Genitalien. Und endlich schon Insta. Schaut mal durch. Wie schnell da das Geld kommt. Ah, ne Nuke. Was ist das? Insta? Ne. Fire Sale. Zahlet liegen lassen, das brauchen wir alles nicht. Jo, genau, stell dich doch Kiste, am besten oder? Noch genau vor mich, damit ich gar nichts mehr sehe. Warte mal. Sparen wir ein bisschen Muni. Ah, da war noch eine Kaboom. Na, okay. Ich dachte, da wäre keine Kaboom mehr. Ja, es ist einfach hier stehen, schießen, easy. Und was machst du heute noch? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie lange das jetzt hier noch dauert. Hatte noch große Pläne. Eigentlich hatte ich noch Pläne, ja. Wir wollten eigentlich noch einkaufen, fahren später. Essen wird doch eh komplett überbewertet. Ich brauche eine Schwimmweste für die kurze. So, hier ganz easy. Das sind super Nazi-Waffen, die wir hier haben. So, guck mal, da bist du schon bei fast 20.000. Immer mal gucken, liegt hier irgendwo noch Max-Armor zufällig? Nee. Ja, mal kurz rausgehen. Ja, genau. Ob meine Typ 5 noch jemanden tötet? Keine Ahnung. Ja. Oh, die ist richtig gut. Vielleicht durch die Punch. Ja, warum nicht? Die mäht durch, die Typ 5. Krass. Da kommen sie langsam angeboppelt. Die bösen Buben. Ja, das ist die perfekte Stelle. Ab und zu hier noch so eine Donnerwand, die mal alle aufrührt. Kannst auch schön dosiert schießen. Zweimal Punkte, geil. Schau mal kurz um die Ecke. Nee, liegt nix. Oh, da ist irgendwas gedroppt. Fire Sale. Auch keiner. Ja. Halt drauf. Guck mal, wie easy, wie locker. Da hinten ist Insta noch. Spart Muni. Ich sag doch, die Stelle ist einfach nur imbar. Hast gar keinen Stress, niemand kann dich von hinten irgendwie lupfen. Guck mal, da ist ein richtiger Stapel. Ja, ja. Riesiger Haufen. Auf die will ich mir auf jeden Fall gleich noch ein Dings holen. So ein Wundergeschmack oder was? Ja, halt irgendwie so ein Extra, ne? Ich überlege halt, ob ich die Typ 5 irgendwie noch punchen soll. Ey, ist immer noch One-Shot, die Supersonic. Der geht komplett durch. Du legst mit einem Schuss die ganze Reihe. Zack. Donnerwand ist eigentlich schon ganz nice. Besonders in so einer Position. Aber Feuerwerk wäre auch geil. Ich hätte gerne noch die Raygun Mark II hier mal ein bisschen reingeshootet. Die Dark Raygun. Was liegt da hinten? Nuke, ne? Jo. Ah ja. Die ultimative Stelle. Guck mal, wie am Fließband, wie so Hähnchen. Ah, ganz gemütlich. Da schon wieder Muni? Oder liegt Insta liegt da? Aber keine Muni.
Nee. Russian does not go down without fight. A kill. A quick death is more than they deserve. Here comes the money, money, money. Was holst du hier gerade? Nur ein Feuerwerk. Sehr gut. Nice. Dogens, komm. So many Dogens. Ich hab hier meine Waffe ist bei Dogens Insta, ne? Achso, ne, ist eh Insta. Ja. Du bist trotzdem Insta. Ja, die halten ja auch nicht mehr aus. Ich glaube, die kriegen ja kein Upgrade, das sie mehr aushalten. Hui. Runde, Runde. Wow. Wow, yay. Yeah. Meine Hände sind so schwitzig, ich krieg meine Flasche nicht auf. Ich hab ein Feuerwerk, yay. Yeah. Jetzt habe ich Super Sonic Scream Feuerwerk. Nicht zu verwechseln mit dem Transformer. Was ist denn der Transformer? Boah. Ne, hier gab es auch Starscream und gab es nicht auch noch einen Sonic bei Transformers? Ja. Starscream war immer mein Liebling. Oh, Muni. Den brauchen wir auch, weil wir gerade die Munition voll hatten. Man kann nie genug Muni haben. Man kann nie genug Muni haben. Ist das zweimal Punkte da hinten? Ja, zwei Punkte sind auch wichtig. Alter, das ist so easy eigentlich. Ja, ja. Muss einfach hier nur rumstehen. Nuke. Schönes Feuerwerk hinten rein mit einer Donnerwand. Läuft. Aber die droppen auch echt noch gut für Welle 28. Wenn du mal bedenkst, in BO2, wo wir früher Town gespielt haben und irgendwie versucht haben, halt so hohe Wellen zu erreichen, wie wenig da noch kam, ne? Ja. Wo dann auch noch hieß, oh, mit Hunden darf man nicht spielen, das ist nicht legit und so. Und wo wir dann ohne Hunde gespielt haben, es kam nichts mehr. Ja. Okay, nicht mehr viel, Mann. Ich hoffe, die Arena wird nicht so ätzend. In der Arena müssen wir Seelen füllen in irgendein Kristall. Ah, super. Ja, geil. Alter, Seelenkristall, wer kennt's nicht? Collecting souls into the crystal. Und das war's dann. Mehr steht hier nicht. Und dann kommt irgendwie Shibalba. Shibalba kommt und wird uns schleppern. Ist Shibalba nicht der sterbende Stern von den Mayas, der irgendwie das Ende der Welt andeutet? Ich weiß nicht, der ist ja schon ein paar Mal gestorben, ja? Ja, die Mayas, das ist dauernd Ende der Welt. Aber es ist ja irgendwie falsch übersetzt, heißt nur so viel wie Ende des Erntekalenders oder irgend so ein Schwachsinn, hab ich mal gehört. Ja. Für die ist Ende der Welt und Ende der Ernte ein und dasselbe. Ja, aber wenn du halt ein Buch für Aluhutträger schreiben willst und das verkaufen willst, dann musst du es halt anders formulieren, weil sonst kauft das doofe Buch keiner. Das liegt da hinten ein Buch, ne? Ja. Oh, zwei Punkte wieder. Halt drauf. Alles klar. Ich kann noch ein bisschen hier meine Pillow-Waffe nehmen. Irgendwie Insta. Ja, deswegen lasse ich dich jetzt auch erstmal schießen, weil du gerade sowieso mehr Geld hast, dann geht's schneller. Ja, wir sind gleich durch. Und dann warten wir, bis die Runde vorbei ist, schleichen uns raus. Und rennen dann direkt zum Start, oder? Naja. Okay, schieß. Muss die Waffe wieder wechseln. Ja, aber ich würde mir die noch punchen vorher, oder? Ist es nur so eine dritte Waffe? Ja, das Waffe? Ist meine dritte Waffe. Vielleicht punche ich sie, keine Ahnung. Schau mal kurz, ob Muni oder so wieder irgendwie liegt. Nee, ist nix. Das Geile ist, wir haben beide Affen und so, also wir haben schon dann gute Vorteile. 6 Affen sind schon erotisch. Wenn, dann würde ich jetzt nochmal punchen, weil dann brauchen wir nur noch 2 Runden.
Alles klar, ich hau rein. Und mein Ventilator, das heißt, der hier drin steht, der bläst auch nur noch so Gucci warm. Gucci Kukan heißt sie jetzt. Gucci Kukan. Gucci. Meine Gucci Kukan. Gib da vorne Feier. Oh, die ist ganz witzig. Ist halt auch wieder so eine Single Shot. Achtung. Ja, ich hol's. Keine Playarounds, einfach machen. Ja, ich wollte den Affen werfen, um ein bisschen Ruhe zu haben, wenn ich rausgehe. Na, ich hab gedacht, da wären noch zweimal Punkte dazwischen. Oh, yes. Kannst du so, jetzt kannst du, ja, jetzt halte ich da einfach drauf. Ah, jetzt erstmal schön entspannen und ausruhen. Ja, Murlocs, schneide ich hier hinten ab. Ein paar Murlocs hier unten im Tunnel. Was liegt da hinten? Bombe, ne? Ein Insta. Aber ne, Insta lohnt sich nicht. Und sonst noch irgendwas dazwischen, ne. Geil ist, die kommen wirklich alle hier. Das können wir mitnehmen. Die kommen wirklich alle hier raus. Naja. Lass sich da schön hinstellen. Nächste Runde haben wir's. Ja. So, jetzt mal ein Ründchen. Ganz easy überleben und dann geht's endlich weiter. Ja, das ist Zombie-Modus, ja, Leute. Das harte Überleben. Das ist Zombie-Modus. Das ist das, was die Leute dauernd alle schreien. Was ist mit Zombie? Machst du mal wieder Zombie? Aber bitte 4-Stunden-Parts. Danke. Bitte aber nicht so viel im Kreisrennen rumstehen, ist noch besser. Bitte stehen und ab und zu Penis schreien. Kannst du mehr über deinen Penis reden? Nun, der ist ja schön aber und groß. Am Ende von Video ist erlaubt. Am Ende, ihr könnt doch über Penis mehr reden. Was für eine Form hat der? Banane krumm oder was? Oh, es war ein Punkte. Halt drauf. Kann ich eh nicht, wenn du dann da stehst. Kommt ein bisschen Feuerwerk, Junge. Ja, so ein Feuerwerk. Ich lass dich jetzt erstmal Geld farmen, weil dann hast du es eh voll jetzt gleich. Ja. So. Nach der Runde. Wenn die Runde vorbei ist, sprinten wir schnell raus zum Telepad, oder? Ja. Wäre noch geil, wenn noch einer Muni droppt. Dann wären wir da auch auf der sichersten Seite. Ja, aber er müsste dann schon zum Ende der Runde Muni droppen, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Weil sonst musst du ja wieder bis zur nächsten Runde warten, bis du vernünftig rausrennen kannst. Weil das Rausrennen wird jetzt nicht gefährlich. Geil wäre, wenn jetzt einer einen Nuke droppt, dann könnte man raus. Weil wäre es einmal sauber. Das hört ja gar nicht auf. Naja, Runde 31, Junge. Otto Speed. Komm schon, was ist da hinten? Muni. Ja, siehste. Nur meine eine Knarre. Ja, ich hab immer noch gut, aber mehr ist immer besser. Okay, ich hol sie. Na, da kommen noch ordentlich welche. Hast du schon mal ein Stück raus? Spawnen die nicht hinter uns jetzt, nee, wenn wir rausgehen? Die kommen nur aus dem Gang. Vielleicht nehme ich jetzt den Nuke, dann rennen wir. Okay. Oh, die Runde ist sogar vorbei, aber egal, wir kommen perfekt raus. Ja, ist aber perfekt. Sollen wir teleportieren oder sollen wir zum hier Startgebiet? Im Startgebiet laufe ich jetzt. Ja gut. Im Notfall Affen werfen, ne? Oh, jetzt kommen wieder Hunde. Nice. Time for dogs to play. Fetch bullet. Wir spielen jetzt Fangkugel Fang. Das Spiel für die ganze Familie. Wie, richtig? Was? Nein. Ah doch, hier sind wir richtig. Ach so, ja, doch, richtig schon. Ich habe gedacht eben, okay, du fragst so Fangkugel Fang, du so wie jetzt in richtig? Und ich dachte so, hä? Im echten, okay, Leben Fangkugel Fang spielen? Weiß nicht, ob das so viel Spaß macht.
So, wo müssen da Seelen hin? Den Stumpf, den alten Stumpf? In den alten Stumpf. Und über da oben ist hier so ein Kristall. Über uns ist der Kristall. Der Tesserakt. Wow, warte mal, jetzt geht's aber hier. Boah, die kommen aus allen Löchern. Gemütlich in der Ecke stehen und Spaß haben, ist vorbei, Kumpel. Ist vorbei, ja, ja. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich werf mal einen Affen Richtung Stumpf. Sehr gut. Vergiss nicht, Hunde reagieren nicht auf Affen. Nächster Affe kommt, warte. Hier am Stumpf. Alright, kommen hier nur Frauen? Kommen hier nur Frauen, oder? Nur Blondinen. Die geknechteten Seelen. Die geknechteten Seelen der arbeitenden Frauen der 30er Jahre. Wir haben auch Rechte. Wir wollen auch Müsli essen und rauchen. Ja. Affe kommt. Ich habe auch einen Mist. Egal, Doppelaffe. Diese Dreckshunde. Wow, die Crystal. Durchladen. Wie geht's dem Crystal? Dem Crystal geht's gut. Diese Hunde nerven halt. Die nerven. Gehen denn alle Seelen hoch? Ja, ne? Ich glaube, egal, wo wir die treffen, oder? Oder müssen wir die so glaube schon. Nee, oder? Im Moment, ja, doch. Sind alle hoch. Außerdem kommt hier so viel. Ich gehe hier kein Risiko ein und dünn alles aus, was vor mir ist. Erinnert so ein bisschen an hier die Werwolf-Karte das Ende, wo auch einfach nur ja. Kam und kam und kam und man rennt im Circle und Circle. Oh, die Munition geht aber gut runter, du. Ja, das merke ich auch gerade. Ich sehe irgendwie keine Seelen mehr aufsteigen. Muss man irgendwas drücken? Nee, eigentlich nicht. Ich sehe aber auch keine Seelen mehr. Mach ich mal kurz einen Affen dahin. Ich habe keine Affen mehr, by the way. Vielleicht muss man da mal dagegen schießen? Nee, auch nicht. Oh, geil, Max Ammo. Oh, geil, Max Ammo. Ich glaube, es kommen keine mehr. Oder? Ja, irgendwie. Ja, nee, was ist passiert? Der Kristall ist geplatzt. Was geht ab? Es wird dunkel. Dark Mode. Noch eine Runde? Spezialrunde? Spezialrunde? Mir ist alles schwarz. Mir ist auch. Ich höre Donnergewitter. Wow. Alter, jetzt geht's in irgend so ein unbekanntes Moorland. The Damned of the Moor. Geil, Mann. Ja, war eine coole Karte. Das ist die nächste, die wir spielen müssen jetzt. The Journey Begins, weil es war nur der Anfang der großen Reise. Ach so, okay, cool. Leute. Sie denn schon? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder bei der nächsten krassen Zombie-Modus-Runde. Und probiert bitte nicht Kreisprodukte. Sie sind gefährlich. Lasst die Finger davon. Nein. Fragt Ronny. Ja, Ronny liegt jetzt in einem Trockenkoma. Also bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Wiedersehen.